Liebe Göppingerinnen, liebe Göppinger, ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie ich mich heute fühle. Es ist mein Tag und zum ersten Mal sollte ich eigentlich hier auf dem Rathausbalkon stehen und für Sie sprechen. Für Sie unseren höchsten Feiertag für eröffnet erklären. Zum ersten Mal die Rede halten, die für viele Göppingerinnen und Göppinger einfach dazugehört, wie das Maintagslied, der Umzug und der Rummel mit Festzelt. Eigentlich kann sich ein Politiker nichts Schöneres vorstellen, als einmal im Leben diese Ehre zu haben, auch noch in der eigenen Heimatstadt. Und was ist? Ich stehe hier vor einem leeren Balkon, der zu einem leeren Rathaus gehört, in einer leeren Stadt. Ich sehe nicht Ihre Gesichter, Ihr Schmunzeln, wenn ich es geschafft habe, irgendwo einen guten Witz in die Rede einzubauen. Ich höre kein Raunen, wenn ich was Strittiges sage, keinen Applaus, wenn ich was Gutes sage. Nach der Rede wird mich niemand zur Seite nehmen und mir ins Gewissen reden, weil irgendwas nicht gepasst hat. Es wird mir aber auch keiner auf die Schulter klopfen, wenn es gepasst hat. Wir werden danach nicht alle auf dem Marktplatz stehen und Geh aus mein Herz singen. Keiner trinkt seine Maß beim Göckelesmeier, keiner fährt mit der wilden Maus, kauft gebrannte Mandeln oder winkt seinen Kindern und Enkeln zu, die stolz sind, zum ersten Mal mitlaufen zu dürfen beim Maintagsumzug. Es sind manchmal diese kleinen Rituale, die uns am meisten fehlen. Vielleicht nicht mal bewusst, aber sie fehlen. Und daran werden wir auch mit einer virtuellen Rede, mit Walking Acts in der Stadt oder einem Online-Spiel nichts ändern. Machen wir uns nichts vor. Der Maintag 2021 ist natürlich nicht der Maintag, den wir gewohnt sind und sicher nicht der Maintag, den wir uns alle wünschen. Ja, es findet nicht der übliche Maintag statt, aber der Maintag findet statt. Denn natürlich besteht unser Fest aus diesen kleinen Ritualen, aus Bierzelt, Rummel, Umzug und ganz vielen anderen Dingen, aber das ist ja nicht, was den Maintag wirklich ausmacht. Der Maintag ist ein Friedensfest, ein Heimat- und Kinderfest und er ist auch ein Fest der Menschlichkeit. Nach dem 30-jährigen Krieg mussten die Menschen den Schrecken der Kriegsjahre etwas entgegensetzen. Klar, so ein Fest, das bringt die Toten nicht zurück, aber vielleicht die Hoffnung. Und das gilt auch heute noch. Natürlich ist auch eine Pandemie in keinster Weise mit einem Krieg zu vergleichen. Doch eine Parallele gibt es. Wir brauchen diese Hoffnung. Auch während der Pandemie sind Menschen gestorben, andere sind erkrankt und werden nie wieder die Alten werden. Wieder andere haben ihre Arbeit verloren, ihr eigenes Geschäft, ihre Existenzgrundlage. Das Vertrauen in Staat, Politik und Verwaltung ist massiv gesunken und die Gesellschaft hat sich stärker gespalten oder spalten lassen als seit langem. Wie sollen wir da nur wieder rauskommen? Klar, ein Maintag Leid, wie wir ihn jetzt machen, der wird diese Probleme nicht lösen. Das dürfen wir uns auch gar nicht einbilden. Aber wissen Sie was, der Maintag macht die Probleme auch nicht schlimmer. Denn er ist ein Signal. Ein Signal, dass wir trotz all den furchtbaren Dingen, die geschehen, in Göppingen, in Deutschland, auf der ganzen Welt, dass wir trotzdem auch noch Spaß haben dürfen und sollen. Dass wir uns nicht selbst aufgeben, weil alles so schwierig ist und dass das Leben weitergeht, auch wenn uns mal Schicksalsschläge treffen. Schon unser Altbundespräsident Richard von Weizsäcker sagte einmal, die Hoffnung führt uns weiter als die Furcht. Und wir müssen weitergehen. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwas oder irgendjemand uns als Gesellschaft spaltet. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr streiten sollen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen eine lebendige Demokratie und zu der gehört auch mal der Streit. Und es darf auch mal leidenschaftlich werden. Wie furchtbar wäre es denn, wenn wir nur noch trocken und emotionslos Zahlen runterbeten würden? Nein, wir brauchen die Leidenschaft und die Emotion. Doch wir brauchen keine Hetze, keinen Hass, keine Fake News oder böswillige Unterstellungen. Wer all das verbreitet und sich dafür nicht mal schämt, der tut das nicht mit dem Ziel, das Leben von irgendjemandem zu verbessern. Solche Menschen verdienen in einer wehrhaften Demokratie unsere Aufmerksamkeit, aber sie verdienen niemals, dass wir uns auf dieses Niveau herabziehen lassen. In der Krise zeigt sich der Charakter und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt. Bei den meisten hat sich nämlich eine Charakterstärke gezeigt, die man in dem Ausmaß nicht voraussetzen konnte. Wie viel manche ausgehalten haben und dabei trotzdem noch die Kraft fanden, sich für ihre Mitmenschen reinzuhängen,
Das ist einfach unglaublich und das ist es auch, was mir persönlich wirklich Hoffnung gibt. Solange diese Menschen die Mehrheit unserer Gesellschaft stellen, solange haben wir keinen Grund, uns zu fürchten. Auch nicht vor den Herausforderungen, die nach der Bewältigung der Pandemie und der Krise vor uns liegen werden. Wir sind nämlich auf einem guten Weg oder bewegen uns zumindest auf diesen zu. Der Strukturwandel in der Industrie und vielen Wirtschaftszweigen, das ist eine von den Herausforderungen, die wir annehmen müssen und die wir packen können. Wenn wir offen sind für Innovationen, für neue Wege, dann werden wir aus diesem ganzen Transformationsprozess stärker rauskommen, als wir reingegangen sind. Dafür brauchen wir aber nicht nur die richtigen Rahmenbedingungen durch Stadt und Staat. An vielen Stellen benötigen wir auch einen Wandel im Denken. Den Satz, das haben wir immer schon so gemacht, den müssen wir aus unserem Vokabular streichen. Nicht, weil wir bisher etwas schlecht gemacht hätten, im Gegenteil. Aber in der Geschichte war es schon immer so, dass die Probleme der Zukunft nicht mit den Lösungen der Vergangenheit bewältigt werden konnten. Und das ist auch jetzt nicht anders, wo wir mitten in der vierten industriellen Revolution stecken. Auch wir als Göppingerinnen und Göppinger können hier vorangehen. Warum sollten wir das alleine den anderen überlassen und am Ende vielleicht noch versuchen, ein paar Krümel vom Tisch der Moderne aufzulesen? Warum sollte Göppingen denn nicht zum Innovationsstandort werden? Ich versichere Ihnen, wir haben alle Voraussetzungen, die es dafür braucht. Und vor allem haben wir die richtigen Menschen vor Ort, die das vorantreiben können. Und diese gilt es an einen Tisch zu bringen. Ohne Ansehen von Alter, Geschlecht, Hintergrund oder auch der Branche, aus der sie kommen. Wer Ideen hat, soll sie in Göppingen umsetzen können, der soll in Göppingen etwas werden können. Dabei wird sich die Stadt zweifellos verändern. Das wird nicht ausbleiben. Und das wird eine Herausforderung für uns alle werden. Wir werden es zum Beispiel auch zu spüren bekommen bei der Bekämpfung des Klimawandels. Natürlich kann Göppingen nicht das Weltklima retten. Aber wollen wir es denn nicht zumindest mal versuchen, unseren Teil beizutragen? Wollen wir wirklich unseren Kindern und Enkeln irgendwann sagen, dass wir einfach nichts gemacht haben, weil das so eben bequemer war? Ich will das nicht und ich bin mir sicher, dass auch die meisten von Ihnen das nicht wollen. Und deshalb müssen wir aktiv werden. Und ja, ohne Veränderungen und vielleicht auch manche Einschränkungen geht es in diesem Bereich nun mal nicht. Die Ressourcen sind begrenzt, genau wie der Platz, den wir noch zur Verfügung haben, um weiter zu wachsen. Natürlich ist Wachstum erstmal was Gutes, aber in einer endlichen Welt kann es nun mal kein unendliches Wachstum geben. Das ist nicht einfach eine These, sondern ein physikalischer Fakt. Hier müssen wir das Gleichgewicht wahrscheinlich in eine andere Richtung verschieben. Zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlage. Und das alles muss getan werden, ohne die drohende soziale Spaltung zu vergessen. Keine unserer Maßnahmen darf zulasten derer gehen, die schon jetzt kaum über die Runden kommen. Die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land ist ohnehin bereits viel zu weit auseinander. Da bildet leider auch Göppingen keine Ausnahme. Riesige Themen also und viel Veränderung, die auf uns zukommen wird, und die wir nur positiv gestalten können, wenn wir neue Wege gehen. In der Art, wie wir reden, in der Art, wie wir arbeiten und in der Art, wie wir miteinander umgehen. Und deshalb ist neben der Hoffnung die wichtigste Eigenschaft für uns die Offenheit. Offenheit für andere Menschen und für andere Ideen. Offenheit, unsere Stadt weiterzuentwickeln, ohne dabei unsere Identität zu verlieren. Aber was ist eigentlich unsere Identität als Stadt? Und als Menschen, die in dieser Stadt leben. Wissen Sie, eine der hervorstechendsten Eigenschaften einer Göppingerin oder eines Göppingers ist es ja, die eigene Stadt eher kritisch zu beurteilen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Das beinahe schon traditionelle, vom Pietismus geprägte Understatement, vielleicht ist es Teil unserer Identität. Und Bescheidenheit ist ja auch eine Zier. Aber übertreiben darf man es mit ihr halt auch nicht. Ich will lieber ein wenig mehr Selbstbewusstsein und ja, auch Begeisterung für unsere Stadt. Keine Arroganz und keinen Lokalpatriotismus, der andere abwertet. Nein, aber die Akzeptanz für unsere Stadt und die Überzeugung, sie noch besser machen zu können. Wir haben nun mal keine mittelalterliche Altstadt wie Esslingen, kein Barock wie Ludwigsburg, kein Münster wie Ulm. Wir sind nicht Esslingen, Ludwigsburg oder Ulm. Wir sind auch nicht Stuttgart, Gmünd oder Kirchheim. Wir sind Göppingen. Eine Stadt mit einer langen Geschichte voller Höhen und Tiefen. Die Stadt der Staufer und des Hohen Staufen. Die Stadt, die zwei Stadtbrände überstanden hat. Die Stadt des Klassizismus. Die Stadt von Märklin, Schuler, Mink oder Teamviewer.
die Stadt von Frischauf, vom GSV, der Turnerschaft und vielen mehr. Wir sind die Stadt mit dem größten Operettenfestival Süddeutschlands und mit einem der ältesten und größten Amateurtheaterfestivals Europas. Wir sind die Stadt mit einer der angesehensten Kunsthallen Baden-Württembergs und der vermutlich besten Big Band Deutschlands. Wir sind die Stadt der größten protestantischen Renaissancekirche Europas, genauso wie die Stadt einer der bedeutendsten spätromanischen Kirchen Süddeutschlands. Aber wir sind auch Stadt der Vielfalt, mit Menschen aus über 120 Nationen. Und diese Menschen feiern gemeinsam. Wir sind nämlich auch die Stadt des Heiligen Morgens, des Göppinger Frühlings, des Fees, des Stadtfestes, des Nachtnarrensprungs, des Fests im Park, der Musiknacht und vor allem, wir sind die Stadt des Maientags und all das und auch den Maientag lassen wir uns nicht nehmen. Und deshalb feiern wir den Maientag. Nicht so wie sonst, aber als Leuchtfeuer der Hoffnung und als Startpunkt für ein neues Selbstbewusstsein, eine neue Offenheit und ein neues Miteinander. Vieles ist anders in diesem Jahr, aber bei einer Sache bin ich ziemlich sicher, die meisten von uns haben schon viele Maientage erlebt und ich glaube, an diesen besonderen Maientag werden sich die meisten von uns noch lange erinnern. Ich werde es bestimmt. Denn es soll der Maientag der Hoffnung sein. Nicht mehr allein ein Friedensfest, sondern ein Fest als deutliches Zeichen dafür, dass wir alles überstehen, wenn wir zusammenstehen. Ich hoffe sehr, Sie genießen den diesjährigen Maientag und freuen sich, so wie ich schon jetzt, auf den nächsten. Haben Sie Freude. Lachen Sie auch, wenn es mal schwierige Situationen gibt. Bleiben Sie kritisch und leidenschaftlich im Streit und der Diskussion, aber lassen Sie sich nicht alles schlecht reden von Kleingeistern, die nur das Schlechte sehen wollen. Bleiben Sie offen für Neues und kreativ. Und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank.